Herzlich willkommen zu Schreibertag auf Auftanken TV und online. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir eine Künstlerin, die direkt aus den Niederlanden kommt. Sie hat unzählige Hits, ist preisgekrönte Doppelplatin und Echo-Gewinnerin und sehr oft im deutschen Fernsehen und auf grossen Bühnen auch in Deutschland unterwegs. Für einmal macht sie halt exklusiv heute in der Sendung. Denen, wo der Song «Bailando» von Lunak ein Begriff ist, an denen ist die 90er-Jahre Eurodance-Welle deutlich vorbeigegangen. «Bailando» entwickelt sich 1998 zum Sommerhit vom Jahr und belegt in Schweiz und auch in Deutschland mehrere Wochen Platz 1. Bis heute ist dieser Song immer wieder zu hören und steht für Sommergefühl und Fröhlichkeit. Mehrfach Gold und Platin und sogar ein Echo für die beste Dance-Single «Lelo Grüße». Auch später mit Mambo Leo erreicht Luna die Spitze der Charts. Dann wird es aber ein paar Jahre ruhig um die niederländische Sängerin und ihren DJ, bis dann im Sommer 2000 Latino Lover auf den Markt kommt und wieder die Top 10 der Charts im deutschsprachigen Raum erreicht. Und auch heute, 20 Jahre nach dem grossen 90er-Jahr Eurodance-Boom, ist die Powerfrau Luna mit dem richtigen Namen Marie-José van der Kolk immer noch unterwegs und verbreitet gute Laune. So auch heute, die Schreiber joggt. Der Mond scheint, wenn sie hier ist. Willkommen, die wunderbare Luna! Ja, wir natürlich, wenn ganz viele Leute sind. Alle zusammen! Herzlich willkommen! Hallo. Schön, bist du hier. Ja, wir dürfen ja. Bitte, setz dich. Merci. Das ist ja ein Magic Moment für uns, oder, wenn du hier bist. Das extra natürlich noch Halt gemacht in der Sendung. Gut angekommen? Definitiv, ja. Der Flug war ja echt angenehm. Und dann merkt man, eigentlich ist der Schweiz nicht so weit weg, gell? Eben. Wie lange kann man doch in den Sprung mal wieder hier rüberkommen. Wie lange hast du jetzt gehabt? Ich habe jetzt, glaube ich, echt ein Dreivierteljahr war ich nicht hier. Ey, Junge, es geht schnell vorbei. Es geht schnell vorbei. Was für ein Jahr haben wir wieder gehabt. Aber egal, jetzt sind wir hier. Das ist das Allerwichtigste und ich kriege ein Wasser. Jetzt sind wir hier und jetzt kann es ja wieder richtig losgehen. Deine Agenda ist auch schon voll und darum natürlich haben wir gerade noch Glück gehabt, dass du noch kurz Halt machst hier bei uns in der Sendung. Und wenn du schon hier bist, ich meine, einfach ein Wasser, oder? Das ist ja ein bisschen, das kann ja nicht sein. Wir können damit anfangen und danach, ist sehr schön. Hashtag Familiensendung. Hashtag Familie. Das sieht doch viel schöner aus, siehst du mal. Ist alkoholfrei, Merching Mojito. Oh, Merching Mojito, ohne Alkohol. Könnte fast ein Lied sein von dir, neues, hey, oder so? Merching Mojito, Merching Mojito, Merching Mojito. Vamos, Carino. Merching Mojito. Hey, vielleicht für den Sommer, nächstes 22 dieses Jahr? Es gibt schon einige Songs, die dann über Alkohol gesungen sind. Ich will keine ansprechen, aber jetzt Merching Mojito, mi Carinito. Vamos. Toll. Wunderbar, wunderbar. Wir haben es vorher im Einspieler gesehen. Ich meine, du bist die ganze Zeit erfolgreich unterwegs und das schon seit über 20 Jahren. Ist ja unglaublich. Ich meine, können nicht viele Leute mehr sagen. Ja? Wie ist es eigentlich für dich? Das ist eine große Zahl. Das ist tatsächlich eine große Zahl und es sind sogar ein bisschen mehr als 20 Jahre. Die Glory-Zeiten waren natürlich die 90er. Und ja, eigentlich bis heute, ich habe nicht viel anderes gemacht. Ja, ich singe noch immer meine Lieder und das ist jetzt über die Jahre so magisch geworden, dass ich jetzt die Leute, die sind mit mir weiter auch aufgewachsen, die haben jetzt Kinder, die Kinder lieben dann auch wieder die Musik, weil Bailando, Mambo Leo, Latino Lover, Vamos a la Playa nicht zu vergessen, das sind Evergreens und da bin ich wirklich sehr glücklich darüber, dass ich solche Hits singen durfte. Ich habe die nicht mal geschrieben. Insofern, hallo. Ja, sehr toll. Aber wirklich so, also, wie du jetzt gesagt hast, jetzt kommen die Eltern und die Kinder auch schon. Ist das schon faszinierend? Du bewegst wirklich die ganze Familie eigentlich mit deinen Songs. Das ist auch das Schöne daran. Ich mache auch die letzten Jahre sehr oft Auftritte, sag mal so, in Hotelketten, was auch immer.
Und da merkt man von bis. Oder auch, wenn, okay, man könnte sagen, Fernsehgarten. Das ist doch wirklich von ganz bis Ü70, glaube ich, sogar ist das Publikum. Und es ist einfach schön, dass dann alle Leute mich irgendwie entweder kennen oder Verbindung haben zu Bailando. Und ich sag auch immer, ein bisschen Bailando geht immer. Eben. Ja? Hallo. Wir sehen da auch gleich kurze Ausschnitte vom letzten Auftritt im Fernsehgarten, letzten Sommer. Da ist auch wieder die Post abgegangen. Und der 90er-Trend, der ist ja wirklich sehr aktiv in Deutschland. Und so ist aber auch hier in der Schweiz. Wie erlebst du das? Ja, ich finde es sehr schön, wirklich wahr. Ich dachte am Anfang, wow, jetzt nehmen wir das mit. Da habe ich auch die ersten Auftritte, habe ich meinen Look so gestalten wie damals. Ja, die Zöpfchen und so ein bisschen orangefarbige Haare, weil das hatte ich damals so bei Lando. Und danach dachte ich, das hält an. Naja, dann muss ich auch mal mich nicht mehr unbedingt nach 90er stylen. Aber ich liebe es. Die 90er, die waren unbeschwert. Es gab so viele von meinen Freunden damals, die coole Songs gemacht haben, einen Marusha oder einen Hathaway oder einfach die coole DJs damals. Ja, und ich natürlich vor Bailando gab es auch DJ Sammy featuring Charisma. Und sogar damit war ich in der Schweiz. Da habe ich schon Auftritte gemacht als Charisma. Ja, und sehr erfolgreich. Über das werden wir gleich noch sprechen in der Sendung. Ich kann dir wirklich sagen, wir machen jetzt nicht nur eine Zeitreise, sind ja nicht bei der Chartshow, oder? Ja, ja, aber, doch, warum nicht? Ich liebe die Zeitreise. Ein bisschen natürlich schon, weil du hast so ein bewegtes Leben gehabt und immer noch. Da müssen wir natürlich schon ein bisschen auch über die Vergangenheit sprechen. Und bei einem Song, da kommen wir ja kaum dran vorbei, oder? Oh, joi. Und zwar bei? Bailando, amigos, adios, adios. El silencio loco, mojito. Oh, ja. Wir sehen dich da auch in voller Action im Video damals bei Bailando. Wie ist das, wenn du es viele Jahre danach siehst? Ja, die Hüfte fängt langsam an auch zu protestieren. Und das Lustige ist, meine Choreos, ja, ich tanze die bis heute noch auf die Bühne. Und in der Zwischenzeit habe ich gedacht, na, vielleicht muss ich mal was anderes ausdenken. Und es gab auch so der eine oder der andere, der gesagt hat, ja, das ist zum 90er. Aber mittlerweile sind die auch Kult. Ich tanze wirklich viermal rechts, viermal links, Hände oben, unter, rechts, links, loco. Das ist die Choreo. Wie geht der Move? Also der Move geht. Der Bailando Move. Das Bailando, so vier Schritte mit rechts, dann Bailando, amigos, adios, adios. Ah, eben. Silencio loco. Ja, eben. Ja, that's old school. Das ist der echte Bailando das Move, ist der oder? Bailando Move. Und damit haben wir damals auch haben wir einen Award bekommen von Tanz des Jahres von der ADTV in Deutschland. Und ja, bis heute tanze ich den Tanz und ja, den habe ich zum Glück drauf, ja, 20 Jahren geübt oder 24 Jahren. Mittlerweile kann ich das, glaube ich, mitten in der Nacht, weck mich mal auf, mitten in der Nacht und ich tanze hier bei Lando noch mit die Augen geschlossen. Weil du kannst einfach auswendig, oder? Natürlich, Gibt es dann auch mal Momente, dass du sagst, ja, jetzt kann ich es aber nicht mehr hören oder ist das unmöglich? Das werde ich, natürlich werde ich das sehr häufig gefragt auch und es gibt auch Künstler, die sagen, nein, ich habe ein neues Album, dies, das, jenes. Also ich habe nicht unbedingt ein neues Album. Ich bin auch die letzten Jahre, habe ich gesehen, mein Erbgut, ja, das, was ich gemacht habe, ist so groß und jedes Jahr aufs Neue wundere ich mich selbst. Es gab letztes Jahr eine neue Version oder einen Remake. Und da denke ich, hey, ich bin auch Bailando. Ich habe auch eine andere Zeit gehabt, dass ich anders sein wollte. Aber über die Jahre lernt man natürlich, gell? Was bin ich, wer bin ich, was möchte ich. Ich mag gerne die gute Laune Botschafterin sein. Und das spürt man auch bei dir, ja. Oder? Du bist wirklich ein happy Mensch, oder? Also ja, wirklich, das ist auch wichtig. Ist das deine Lebenseinstellung auch? Ja. Das Positive? Ja, und ich habe echt gemerkt, es wird oft gesagt, ja, leb dein Leben, als wäre es dein letzter Tag. Oder smile and you will get back your smile. Ja, lach und die Leute lachen mit dir. Dann Ich probiere es aus, immer. Ich habe täglich auch Momente, dass ich einfach auch lache. Natürlich, ich bin nicht nur der Lachvogel, aber nicht im Supermarkt, wenn ich einkaufe. Aber man muss ein bisschen so nett sein zu Leuten und dann klappt das von alleine. Und klar, auf einer Bühne, wenn ich Leute vor mir habe und die haben alle Bock auf eine Party und dann wird Bailando angeschmissen, ja, dann geht's richtig ab und dann will ich auch gerne die Leute mitnehmen
um so richtig in Ekstase zu bringen von Bailando oder bei Masala Playa. Einfach happy. Und von wo holst du dir selber die Kraft, immer so happy und energiegeladen zu sein? Ist ja unglaublich. Ja, das kannst du vielleicht denken. Es gibt aber auch eine andere Marie. Eine ruhige Marie, Seite. Natürlich, zu Hause. Da bin ich auch mal launig und so. Aber sobald ich dann doch wohl in die Figur Luna steige, weil ich bin natürlich auch Marie José, ja? Als geborenes Mädchen heiße ich Marie José. Wie sagt man das anders, geborenes Mädchen? Ja, irgendwann wurde ich geboren. Bürgerlicher Name, bürgerlicher oder? Name, ja, ja, ist Marie José. Und Luna ist dann auch mal im Koffer. Ja? Da sind die Extensions weggepackt und alles pipapo, das, was ich so anhabe an Klemper und so. Dann habe ich das nicht so unbedingt. Aber sobald ich dann doch denke, hey, ich gehe auf eine Mission, ich fühle mich auch teilweise wie in James Bond oder so, auf Tour, um gute Laune zu verbreiten. Also du schlüpfst wie in eine Rolle rein. Ja. Und dann bist du auch vom Charakter ein bisschen anders. Ja, als die Private. Doch. Man kann echt sehen, dass ich das so gerne mache auch. Ich will auch, dass es noch immer nicht vorbei ist. So, ich denke immer, ich muss das gut machen. Jeder Auftritt ist für mich wichtig. Egal, 500 oder 5000 oder noch mehr. Ich habe alles gesehen. Und ich habe auch kleine Auftritte gemacht. Vielleicht im Kuhstall bin ich aufgetreten. Im also, Kuhstall? Hallo, natürlich. Wo war der Kuhstall? Das war in Deutschland. Das war eine Privatveranstaltung. Und die Leute haben das nicht vorher erzählt. Und ich komme an. Und alle Leute hatten so Tische aufgebaut. Das war richtig lustig. Aber es hat gerochen nach Kühe und so. Und dann sage ich, hey, hier ist doch die holländische Kuh angekommen. Und da habe ich auch meinen Auftritt gemacht. Und da kann man denken, die Luna ist für alles zu haben. Nein, ich bin ja nicht Depp. Aber ich finde das schon eine Aufgabe, um dann die Party zu schmeißen. Und dann kann es manchmal was Schwieriges sein. Es gibt auch wirklich Momente, dass man denkt, was muss ich hier mitmachen? Leute, die sehr verklemmt sind. Dann kommt man so auf eine Party, wo alle Leute so eine Attitude haben. Ja. Oder so. Und dann denke ich, aha, die brauchen alle ein bisschen Bailando-Fieber. Und dann fange ich dezent an. Ja, man kann natürlich nicht so auf die Kacke hauen, dass die Leute sagen, die nervt. Wie muss ich mir deinen Ausgleich vorstellen, wenn du jetzt zu Hause bist? Machst du viel Sport oder mit was kannst du dir wirklich den Aufbau oder von dieser ganzen Energie wieder zurückholen? Das ist meine Tochter. Die holt mich immer zurück. Meine Tochter ist eine junge Lady, bald 17. Und die Sache ist, es gibt einen Rhythmus von der Schule, von ihren Sporttätigkeiten. Und von Montag bis Freitag sind für mich die Tage wirklich eingeteilt, Mama zu sein. Und das ist auch definitiv meine Hauptrolle. Nicht, dass ihr denkt, dass Luna wichtiger ist als Mama zu sein. Nein, Mama sein ist das Allerwichtigste. Sie ist jetzt, wie gesagt, bald 17. Und die Sache ist, als sie geboren wurde, man merkt das nicht so schnell. Aber man verändert. Die Kleine wird größer und dann sieht man, oh, ich muss das lassen, das kann ich nicht mehr machen. Es war schon schwierig, die Auftritte an die Wochenende zu machen. Das glaube ich. Ja, da musste man weg. Aber ich habe immer gesagt, nicht länger als 2 Nächte von zu Hause weg. Und das hat geklappt über die Jahre. Und ich hatte immer tolle Ladies, meistens Frauen, die mir geholfen haben. Und so konnte ich dann wie eine Geheimagentin auf eine Party gehen und dann Luna sein. Das ist so mein Ausgleich. Und die Tochter hat immer etwas von der Mama gehabt, unter der Woche. Oder fast definitiv, immer, oder? Nee, definitiv. Na, ich habe eigentlich gedacht, dass du gemeint hast, dass die Tochter was von mir hat, im Sinne von das Künstlerische. Ab das auf jeden Fall. Das hat sie nämlich auch. Das ist schön, dass du das dann sagst. Oder ich interpretiere deinen Satz da mal so. Sie hat 100% von mir, von Montag bis Freitag. Aber sie hat auch noch, der Apfel fällt nicht so ganz weit vom Baum. Sie ist natürlich groß geworden mit einer Mama, die auf einer Bühne steht. Und ein Papa, der auch Auftritte macht als DJ und Produzent ist. Wir haben vorher schon über Bailando gesprochen. Und wer natürlich eine große Nummer 1 hat, hat natürlich auch eine große Nummer 2. Wie ist das bei dir? Was ist deine persönliche Nummer 2 bei deinen ganzen vielen Hits? Ja, das ist eine tolle Frage. Ich war in der glücklichen Situation, als Bailando Nummer 1 war, dass direkt im gleichen Jahr noch eine Nummer 1 darauf gefolgt hat. Das war Hijo de la Luna. 98 war ich auch bei der Sendung Menschen 98 und da bin ich zweimal aufgetreten mit ersten Sommersong und danach den Wintersong. So, das ist eigentlich eine Doppelnummer 1, ja, ein Doppelpack. Und danach sage ich dir jetzt,
waren mit Mamboleo ganz gut dabei. Chart ging von, glaube ich, von 12, 8, 4, aber dann war es der Lou Bega. Ah, der war der mit seinem Mambo Number 5. Und dann haben wir, ich Mamboleo, er Mambo. Und er hat die 1 Pole Position geschnappt und ich musste leider hinter ihm bleiben. So, das ist dann meine Nummer 2, kann ich Deine sagen. Deine persönliche Ja, ja, ja. Ja, obwohl, es war ein toller Erfolg auch, muss ich echt sagen. Ja, und es ging ja nahtlos weiter, 12 Jahre danach. Nach den ganzen Erfolgen kam ja dann wirklich Vamos a la Playa. No, let's go to the beach. Da gab es ja vorhin schon Leute, die haben gesagt, ja, die ist ja langsam durch, ja, oder? Diese komischen Leute. Wie ist das für dich gewesen? Dann bringst du den nächsten Hit raus, 12 Jahre danach, und es ist ein Riesenerfolg. Ich kann dir sagen, ich weiß noch genau, wie es war. Im 2010 haben wir den Song schon gehabt. Und alle Plattenfirmen abgeklappert. Niemand hat den Song gesehen. Niemand. Aber der hat so auf meine Stimme gepasst. Das war so 1:1 ein Song, den man gespürt hat von, da ist was dran. Aber keine Plattenfirma hat daran geglaubt. Wahnsinn. Dann habe ich das über ein kleines Label rausgebracht. Erst in Deutschland war nicht so, aber dann Frankreich hat es auch aufgepickt und dann war es Nummer 1 in 2011. Ja, das ist unglaublich gewesen. Natürlich, man wird jedes Mal als Künstler auch gedacht, naja, die ist ja langsam durch. Weißt du? Klar, aber der Song hat gerockt und das gesessen. Das ist angezeigt. Ja, total. Wieder, ja, 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 ja. Boom. Ja, ja, ja. Der war richtig da. Auch ein langfristiger Erfolg, weil danach ging das echt weltweit. Auch in Skandinavien ist der Song abgegangen, in Asien, richtig. Ich habe so viele Performance auch, man sieht heutzutage auf TikTok diese Szene, man sieht so viele Leute weltweit mit dem Song auch ja, sich identifizieren, das ist sehr schön. Das ist ja wirklich auch ein Song, der, eben wie du gesagt hast, der entwickelt sich nach wie vor weiter. Ja, 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 der läuft, der läuft. Trotzdem, du bist schon eine Kämpferin. Ja, also natürlich. Immer wieder aufstehen und wenn die Leute sagen, dann kommst du wieder um die Ecke. Ja. Ja, mittlerweile ist das einfacher geworden, weil jetzt nach so vielen Jahren, ich meine genau auf dem Punkt, die 10 Jahre, da war es, weil die Erfolgsjahre waren so richtig von 98 bis 2002. Das waren nur Erfolge hintereinander. Dann irgendwann hört man auch Leute von der Plattenfirma haben, ja, du musst dich ja glücklich stellen, du hattest ja 3 richtig fette Hits und noch 2 Top Tens dahinterher. Und ich stand daneben und ich dachte, ja, aber ich habe noch nicht geplant aufzuhören. Das war es nicht für mich. Ja. Das war schon damals so. Und dann danach, gerade so um die Zeit, wo Vamos a la Playa dann kam, habe ich auch gedacht, was soll man machen? Dann geht das nochmal richtig ab. Dann hat man da auch wieder ein paar Jährchen, ne, Erfolg davon. Und jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich mich eigentlich schon ein bisschen ausruhen, weil die Leute wissen, wenn Luna kommt, gibt es eine coole Party. Da wissen die, da gibt es bei Lando Vamos a la Playa, die kennen meine Songs. Und überraschenderweise, viele Leute haben auch meine Songs ein bisschen vergessen. Wenn ich dann auf die Bühne stehe, dann sehe ich dieses Oha-Effekt von, ah, das, ja, das sehe wirklich die Handlung von, oh, das war auch von sie, weißt du so. Das ist ja toll. Es gibt ja ein paar versteckte Hits. Und wie das aussieht in Action, auf großen Bühnen und Festivals, das schauen wir jetzt kurz an. Wenn man solche Hits hat wie du, solch viele Hits, hat man da eigentlich ausgesorgt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, überhaupt nicht. Weil, überhaupt nicht. Hartes Leben. Ein hartes Leben. Nein, so wie es auch immer erzählt wird, so war es bei mir auch. Ich habe nicht die besten Verträge abgeschlossen. Ich war sogar in 2002, da waren wir schon 4 Jahre unterwegs, ohne Vertrag. Und ich bin ein Teamplayer, weißt du? Ja, ich wäre überhaupt nirgendwo hingegangen. Weil die Plattenfirma hat dann gesagt, nein, es ist zu viel Erfolg für eine Künstlerin, die nicht an Bande gelegt worden ist. Und dann habe ich auch wirklich, es war eigentlich sittenwidrig, mit einer Nicht-Anwaltin von mir den Vertrag unterschrieben. Mhm. Ja, dann war ich in einer Re-Recording-Klausel, egal. Aber ich gucke zurück, es waren vielleicht finanziell nicht die besten Jahre, aber es waren schon die geilsten Jahre. Und das Geld ist auch gekommen, später dann. Als ich mich eigentlich gelöst habe von alle, dann habe ich angefangen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und es gibt zum Glück Leute, die mir einen Auftritt koordinieren, damit auch was Geld mal rumkommt. Aber sonst würde ich für einen Virgo Mojito auf eine Bühne gehen. Tanz, ich sag's mir. Das wollen wir ja nicht. Na, egal, das ist wichtig. Was ist wichtig heutzutage? Ich hätte nicht mehr gegessen. Ich hätte auch nichts anderes gemacht, wenn ich mehr Geld gehabt hätte. Und ausversorgt bin ich nicht. Aber ich bin in einer guten Position, soll man sagen. Die Zeiten jetzt, die letzten 2 Jahre waren hart für uns alle. Ja. Aber ich konnte mich konzentrieren auf ein bisschen Vermietung bei mir zu Hause, Mallorca. Hast du Immobilien dort? Ja, nein, nicht Immobilien, aber ich habe ein Ferienapartment. Ah, auch schön. Das ist schön und das konnte ich dann vermieten. Und ein bisschen so, ja, wo können wir uns Brot melden? Gegessen. Wo können wir uns melden? Sandfort, komm nach Sandfort, komm zu mir, komm zu uns. Mach mal. Ja. Sandfort, kennst du das? Ja, natürlich, ja. Das switcht du auch immer wieder ein bisschen hin und her, ja, oder? Ja. Ich bin eigentlich, sage ich, okay, nicht schön für euch, aber mein Bermuda-Dreieck ist Deutschland, Spanien, Holland. Aber da gehört auch der Schweiz dazu. Das freut uns natürlich. Das freut natürlich. Uns. Und wenn du schon mal hier bist, wir haben einen Teil in der Sendung, einen kurzen Spielteil. Das sind alles Fragen, allgemein, aus dem Leben. Ich weiß selber auch nicht, um was es geht. Das glaubt immer niemand. Okay. Aber ist tatsächlich so. Das Spiel auf Schweizerdeutsch heisst «Honey show, honey nicht». Ah, okay, das heisst ja, ja oder nein, oder? Genau. Also habe ich schon, habe ich nicht. Okay. Also wirklich eine okay. Ein angenehmes, toll, einfaches Spiel. Und es gibt, ja, du kannst ein bisschen hier oder so. Avenico. Wunderbar. Genau. Es gibt Kärtchen. Oh je. Und ja, du weißt nicht, was da drauf steht. Ich weiß wirklich wie nicht. Wie cool ist das denn? Und wir lesen immer die Frage und beide beantworten kurz etwas dazu oder eine kurze Anekdote, was dir halt einfällt. Oh, so geht ja, das. Ja, genau. Und, so, ich darf und dann, dich auch Sachen fragen. Also wir beantworten jeweils zusammen dann, okay, was drauf steht. Okay, und wir machen mit dem ja, okay, Honey Show. Honey Nails. Okay. Genau. So, fangst du an? Ich will ja blond. Du hast die Nummer 1. Okay. Ja, also eben. Natürlich. Sie hat die Nummer 1, bitte. Hallo. Dann legen wir los. Ja, okay. Ist es auf Schweizerdeutsch geschrieben? Nein, auf Hochdeutsch. Oh, danke. Ja. Sollen wir es auf Schweizerdeutsch machen? Ja, ich könnte es versuchen. Aber. Nee, das machen wir nicht. Okay, dann fangen wir an. Gerne, ich bin ja gespannt. Das ist schön. Noch nie habe ich unter Einfluss von Drogen gearbeitet. Nö. Das machen wir nicht, nee, oder? Nee. Aber das Lustige ist, alle denken immer, dass ich ein bisschen auf Drogen bin. Ist das so? Ja, weil tatsächlich du immer so, ja, genau. Die denken, die tut sich was rein oder was auch immer. Oder ich rauche was. Ich hab mal, ich komme aus Holland, ja. Bei uns haben die Pflanze, bei mir schon früher als Kind, mein Bruder hat die verbaut. Marihuana ist bei uns wie eine ganz normale Pflanze. So, aber ich hab's mal versucht, es geht nicht ran. Ich bin zu hippelig dafür. Ich komme dann auch nicht runter. Aber du bleibst dann auf dem Trip, oder? Ja, nee. Nein, ich versuche dann. Ist ja unglaublich. Ich hab das 2-3 Mal versucht. Und schon, wo ich Ü30 war. Und dann habe ich gedacht, das bringt mir doch gar nichts. Und na, das habe ich dann gelassen. Und weitere Sachen, ich habe es nicht mal ausprobiert. Echt ein komplettes Honey-Nö. Das finde ich super. Ja. Das ist wirklich vorbildlich. Ist ja schon die Partyszene und allgemein natürlich Showbranche. Also wir kennen das ja selber von anderen. Also ja. Aber das finde ich gut. Nee, ich habe keinen Bedarf dazu. Ja. Noch nie vermischte ich Beruf mit Liebe. Ja, das ist jetzt bei dir. Nein, 100%. Ja, das ist
Das ist mir einfach passiert. Das war ein Segen damals. Das war ein Segen. Aber ich kann wirklich erzählen, der Sammy war wirklich mein bester Freund damals. Mhm. Wir waren wirklich Homies. Aber dann sind wir so um die Welt gejettet. Die Welt, Europa. Und dann sind wir so vereint, dass wir dann die Liebe gefunden haben. Insofern waren wir dann ein tolles Pärchen, was wir apropos lange verheimlicht haben. Ich habe gedacht, nein, das will ich doch nicht für so viele Mädchen, ich will den Traum. Ich dachte auch, das habe ich wirklich gedacht, das geht doch vorbei, das ist jetzt ein Flash und das ist dann, so wie das dann so ist, dann geht das vorbei. Aber wir waren schon 12 Jahre zusammen. Das ist doch eine lange Zeit. Es war eine lange Zeit und die Krönung war natürlich unsere Tochter. Ja. Und das verbindet euch ja auch immer noch. So ist es. Wow. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt dann habe ich La Tres. Yes. Venga, vamos. Okidoki. Noch nie habe ich mit meinen Eltern eine Straftat mit meinen Eltern mit? Nee. Doch. Hast du es mal gemacht? Aber mit meinen Eltern, das verstehe ich nur zusammen. Nicht. Zusammen? Was war das? Mit meinen Eltern. Jetzt ist schon weg. Ja, genau. Schon weg. Nee, ich habe schon eine Straftat. Ich bin ohne Führerschein offenbar gefahren, was nicht gut ist natürlich. Ah, noch nie habe ich mit meinen Eltern eine Straftat begangen. Ich glaube, das hast du auch nicht. Ich dachte, ich habe mal was gemacht. Jetzt bin ich Jungfrau, das muss wieder hier rein. Muss wieder, Ordnung, das ist der Perfektionismus, Ordnung, oder? Hallo. Aufräumen, oder? Ja, so ist das. Sehr schön. Ja, noch nie habe ich mich als jemand anderes ausgegeben. Da zählt ja Fasching und so, zählt da nicht dazu. Also wirklich so... Also in eine andere Rolle und so, das gab's nie, oder? Nee, ich kann vielleicht denken, wo auf die Frage hinbezogen ist, aber vielleicht kommt das später nochmal, das erkläre ich das. Aber jetzt, du kannst auch jetzt erklären, was sich da die Redaktion ausgedacht hat. Ich werde oft gefragt, wie war das mit dir und Gina Lisa? Ja, so jetzt mache ich eine Riesenbrücke. Damals die PR-Schiene, ja, oder? Ja, und dann, ich habe schon längst zugegeben, ja, die Liebe war nicht hundertprozentig da. Wir mochten uns extrem. Wir haben uns einen Schmatzer auf den Mund gegeben und nächsten Tag waren wir ein Paar. Aber ich habe mich nicht als eine, lesbische Frau ausgegeben. Das wollte ich nicht unbedingt. Ich wollte nur das feiern, weil ich habe gemerkt, was das bewegt hat bei den Leuten. Und dann habe ich gedacht, hey, Che Guevara, wir haben hier was zur Revolution. Wir müssen was zeigen. Wenn, dann würden wir dazu stehen. Das war die Gedanken. So, habe ich jetzt einen Schlenker gemacht, die vielleicht gar nicht so nötig eben, war? Nee, aber das war ja wirklich damals eine richtige Sache. Also du und sie und, ja, und dann irgendwann hast du es dann aufgelöst. Auf irgendwann, ja. Mein Freund hat gesagt, es geht da ab, ich kann nicht mehr. Er wurde immer auf die Schulter geklopft, hey, du hast zwei Blondinen. Ich sage, nein. Ja, wunderbar. Ja, okay, bitte, warte. Sehr. Oh, ja. Hä, aber ich bin noch nicht bei 9, warte. Jetzt auf laut, dry, jetzt müsste 5 kommen, genau. So. Noch nie habe ich mich im Schlaf geweint. Natürlich habe ich mich im Schlaf geweint. Das haben wir alle. Das gab es auch mal, ja. Das geht, wenn mal irgendetwas passiert ist, vielleicht natürlich. Familiär oder so. Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin was älter wie du. Ich habe meine Eltern schon verloren und mein Bruder. Und als meine Mutter gestorben ist, da habe ich es wirklich, das war eine sehr schwere Zeit. Da bin ich wirklich weinend eingeschlafen und wieder so aufgewacht. Ja, das ist das Leben. Ich bin jetzt auch Mama und liebe mein Kind auch über alles. Und früher hatte ich die Beziehung zu meiner Mama. Es war hart, sie gehen lassen zu müssen. Es war auch zu früh, sie war 66. Und ich hatte das Apartment, was ich jetzt vermiete, das konnte ich nie weggeben. Ich hatte das für sie gekauft. Oh, ja. Ja. Und sie hat ein Jahr dort gelebt und dann musste sie gehen. Das war traurig und ich kam eigentlich nicht klar mit der Welt, aber... Jetzt habe ich das natürlich akzeptiert, so wie es ist. Und wir sehen uns wieder, sage ich dann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Erinnert dich das Apartment dann auch ein bisschen immer noch an sie? Nicht mehr. Obwohl, es gibt einen bestimmten Geruch in dem Apartment, das weiß nur ich. Wenn ich reinkomme, dann gibt es das wieder. Ja, dann denkt man, was riecht das bei Luna? Nein, es ist das Holz, es ist einfach das Haus. Ja. Jeder Haus hat auch so ein bisschen so seinen eigenen Geruch. Wir haben Holzboden, Holzmöbel und so. Das ist ein bisschen so. Was ich dann merke. Aber sonst ist das, ich habe dort auch gewohnt mit meinem Freund und mit Safira, die hat das Zimmerchen gehabt und andere Emotionen sind schon, das war mir auch wichtig. Erstmal habe ich das Apartment anderthalb Jahre gar nicht mehr, habe ich abgeschlossen, wollte ich wegrennen davon.
Und danach habe ich gedacht, ein Haus muss dann auch wieder neue Emotionen haben. Es war traurig für das Haus, es war ein sehr positives Haus auch. Ein Apartment mit Blick, schräges Blick aufs Meer in Holland. Und meine Mutter war so glücklich dort. Und dann haben wir das Haus wieder gefüllt mit positiven Emotionen und somit hat es wieder einen Ausgleich gemacht. Jetzt mit den Leuten, die dorthin kommen und Freude haben am Ganzen. Das auf jeden Fall, das ist eine Sache. Aber auch früher dann, als ich dort ein, zwei Jahre gewohnt habe, da war Safira noch klein. Und die hat getanzt und dann habe ich natürlich oft gedacht noch an sie. Ach, hätte meine Mutter sehen müssen. Das war toll. Und jetzt denke ich, ach, die Leute sind auch immer so glücklich dort. Das ist so ein positives Apartment. Sie sagen immer, oh, es ist immer so schön hier am Meer und so ein tolles Apartment. Und dann denke ich, ja, das ist toll. Das Ziel auch jetzt für danach. Das meine ich. Das ist schön. Ja. Das ist wunderbar, wunderbar. Ja. Ich komme gleich zur nächsten Frage. Noch nie habe ich jemanden auf der Straße laut angeflucht. Nee, das gab's nie. Nee. Zumindest nicht auf der Straße. Sagst du was? Ich glaube ja, weil das hört man auch. Du hast auch bestimmt, dass Leute sagen, oh, du bist ein Netter, ja und so. Nee. Ich sag auch, ich kann auch anders. Ja, ich kann auch schimpfen zu Hause. Du hast ja auch Temperament, oder? Natürlich. Kannst du wirklich auch mal. So geht's nicht. Ja, so geht's nicht. Und wirklich, meine Tochter weiß es, mein Freund weiß es und ich sage auch zu anderen, ja, aber Luna, du bist so nett und so cool. Ich sage, ja, aber ich kann auch anders. Wir Menschen haben alle Emotionen in uns vertreten und auch mich geht mal auf den Keks. Auch bei mir geht es mir mal, wie sagt man das? Es geht auf dir auf den Keks, oder? Auf den Keks geht auch. Auf den Keks gehen. Keks gehen. Naja, nee, das ist manche Sachen nerven einfach. Aber jemand anschimpfen auf der Straße, nie. Nie im Leben. Nee, das würde ich nie machen. Auch zum Beispiel im Verkehr oder so. Ich kann nicht verstehen, warum Leute dann... Dann denke ich, ich bin zum Beispiel auch, wenn jemand anders einen Fehler macht, dann sage ich, ist schon okay, weißt du? Ach, wirklich? Ja. Der Klugere gibt nach. Definitiv. Oder? Ja, na vielleicht. Oh, das ist ein toller Spruch. Habe ich ja nicht mehr so gedacht. Aber ich finde, wenn man dann anfängt zu hupen, ja. Wenn man zum Beispiel so vergisst sein Blinker anzu, wenn man Bahn verwechselt oder so, kann mal passieren. Und dann Leute, iep, iep. Wenn mir das passiert von jemand anders und jemand macht dann so eine Bewegung, oh, vergessen, dann sage ich, schon okay. Ja, wirklich. Dann kannst du das Temperament so ein bisschen zurückdrehen. Definitiv, gute Laune. Hey, bist du mal Lando, sage ich. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Okay, jetzt die 9. Alrighty. Noch nie habe ich bei einer Konversation nur so getan, als ob ich zuhörte. Nee. Oh, Baby. Das gab's jetzt, mal. Ja? Okay, ja, wie cool. Wenn das hier abstellt. Oh, und irgendwie ja, so, ja, nee, nee, ja, so, ja. Man ist hier, der Körper ist anwesend, so. Okay. Also, ja, ja. Aber dann, man soll es nicht so oft machen. Nein, hast du recht. Aber dann ist es dir mehr passiert. Oder? Ja, schon, ja. Weil dann das Gespräch vielleicht ein bisschen langweilig oder träge ist. Genau, ganz genau. Dann muss ich zugeben, dann habe ich das auch natürlich mal gehabt. Aber nicht so Leute, die voll uninteressiert sind. Weißt du? Ach, nee, das auch nicht bei dir. Ich versuche immer auch, die Augen zu gucken und immer so auf recht da zu sein. Das finde ich sehr wichtig. Das merkt man bei dir auch. Ja. Von Anfang an. So ist das. Sehr gut. Noch nie habe ich eine Entschuldigung abgelehnt. Nee, das gab es nie. Gab's das bei dir mal? Nein. Nein, habe ich nicht. So von Positive Thinking. Nein, ich finde, das ist sehr wichtig. Dass man auch vergeben kann. Ja. Ja. Da entgegen gibt es natürlich den Spruch, vergeben, aber nicht vergessen. Natürlich gibt es Sachen, wovon man denkt, okay, gibt es bei euch auch den Spruch, ein Esel im Gemein stoßt sich nicht zweimal am gleichen Stein? Das habe ich auch schon gehört. Hast du mal gehört? Ja, ja. Der Spruch geht auch auf Holländisch. Ein Esel im Gemein stoßt sich nicht zweimal an denselben Stein. Ja? Das ist natürlich so, dass, jetzt habe ich den Faden verloren. Von irgendwo kommt es ja, oder? Ja, dass ja, man dann auch vergeben kann. Das oder? Meine ich. Das so meine und sagen, ich, ist okay, eine Entschuldigung zeigt auch einen gewissen Charakter. Ja, aber dann wollte ich sagen, aber nächstes Mal, weißt du, wenn jemand etwas durchgeplappert hat, dann ist okay, aber nächstes Mal erzähle ich dir mal nicht etwas, was vielleicht nur bei dir bleiben soll, weil du kannst es nicht behalten. Mhm. So zum Beispiel. Eben, da ticken wir sehr ähnlich. Sehr schön. Du hast die letzte, dann kommt... Hast du noch eine? Ja, ich habe Nummer 9.
Hey, Verzeihung, ich habe wieder alles durchgewechselt. Das ist kein Problem. Das waren 9 und dann habe ich 7 vergessen. Ja, siehst du? Was? Die 7? Ja, komm, dann bringen wir die 7 noch. Ja, weil 7 ist dann eigentlich, guck mal, dann müssen wir es so machen. Guck mal, jetzt tue ich es, ob das der 9 ist. Ah, okay. So. Ja, jetzt kommt die 9. So, jetzt das, kommt die 9. Ja, niemand wird es merken. Noch nie hielt ich eine Waffe in der Hand. Nein. Du auch nicht. Obwohl. Ich bin selbst eine Waffe, Schatz. Eben, du brauchst doch keine. Ich brauche keine Waffe, hallo? Eben. Wir Frauen, oder ich weiß nicht, was du sagst, aber wir Frauen, wir sind bewaffnet, hallo? Wir sind schwer bewaffnet, insofern. Frauenpower. Und sonst gibt es nur noch ein Spray, oder? Ja, so ist das. Aber sonst Waffe, nee, da habe ich echt, echt Angst für. Ich habe mal eins gesehen und dann denke ich, oh, bloß nicht anfassen. Oh. Mein Freund ist auf einen Schießverein, da traue ich mich nicht mal nahe zu kommen. Ah ja? Ja, da denke ich, oh, nein. Und selber mal im Schießverein ein bisschen so, gab es nie? Nein, aber dann komme ich wieder, wenn ich meine Auftritte mache, dann bin ich auch einfach ein bisschen hier am Schießen, aber mit guter Laune. Sehr gut, sehr gut. Hey, wir kommen schon zur letzten Frage. Noch nie habe ich Möbelstück absichtlich oder aus Versehen kaputt gemacht. Das ist ein bisschen das Rockstar-Leben, Nee, das gab's. Bei mir zumindest. Gab's es bei dir mal? Naja, ich will aber überlegen. Ich glaube, nein, nicht wirklich. Aber ich kann mich erinnern, es gab eine Party, da wurde das Möbiliar extrem zerstört und ich war auch auf die Party. Und ich bin auch jemand, der mal auf eine Bar draufspringen kann und man weiß, naja, ich habe einen Auftritt gehabt, ich sag's dir, das war in Monaco. Oh, in Monaco. Im schönen Monaco. So ein riesenschönes Hotel, ja. Und dann mit Möbeln. Tische aus dem, weiß ich nicht, 19. Century, wie heißt das? Ja, so barockmäßig, ja, oder? Ja, barock. Und ich bin drauf gesprungen und habe getanzt und so. Und im Nachhinein sagten, Luna, das war ein sehr wackeliger Tisch, weil der kommt aus 1918 oder so. Und ich, naja, aber das war nicht mit Absicht. Insofern, es war ein halbes Jahr und nein. Letzten Sommer in Deutschland bei RTL 2, da hast du ja eine große Sache gewonnen. Wir gehen jetzt wieder ein bisschen in diese Reality-Show zurück, das ist schon mal angesprochen am Anfang der Sendung. Du hast die zweite Staffel von Kampf der Reality-Stars gewonnen. Ja, Wahnsinn. Jetzt mal, warum hast du überhaupt mitgemacht? Du brauchst doch gar nicht. Das weißt du. Siehst du, toll, dass du das sagst. Ich habe gedacht, aber was, die Luna macht da mit? Die Luna macht da mit. Also, war das ein Tippfehler? Habe ich dir gedacht? Nee, Tippfehler, nein. Es war ein Webfehler. Ein Webfehler im Kopf. Ich kann wirklich erst mal vorneweg sagen, es gab Ausgangssperre bei uns zu Hause. Es gab Lockdown, es war Pandemie, es war alles. Ja, 2021 war sehr düster. Januar, Februar war sehr düster. Und dann kam die Anfrage. Es kam noch ein paar andere Fernsehanfragen. Und dann habe ich gelesen, Strand, Thailand, in einem Pavillon. Ach, das hört sich doch schön an. Ich habe mich wirklich einfach verlocken lassen. Vom Ganzen? Vom Ganzen, von Thailand, schön in der Sonne. Ach, ist doch auch mal schön, mit ein paar Leuten da zusammen sein in einem Haus. Also ich kann wirklich sagen, es war sehr, sehr anstrengend, um schon alleine die Quarantänezeit durchzumachen. Es waren 2 Wochen harte Quarantäne, wirklich in Bangkok, bevor wir überhaupt im Haus rein durften. Das wissen nicht viele Leute, aber das haben wir auch noch mitgemacht. Nichtsdestotrotz war es auch gut für mich. Ich bin auch in der Quarantäne, habe ich das Hotelpersonal veräppelt und bin dann trotzdem auf das Zimmer von meinem Freund gegangen. Wir sind ja nicht verheiratet und wir durften nicht zusammen auf ein Zimmer sein. Ah, wirklich? Aha. Oh. Und dann bin ich heimlich natürlich zu ihm gegangen, bis ich die Brandtreppe dann gefunden habe. Mit einer Tür zur Garten habe ich gedacht, oh, dann können wir doch auch mal zum Garten gehen. Ah, da war dann ein Alarm auf der Tür und das ganze Hotel hat gesehen, wie ich schnell zurückgerannt bin zu meinem Hotelzimmer. Und da gab es echt eine Ansage. Luna, noch einmal, du kriegst 40.000 Euro Strafe, was auch immer, du kriegst ein Landesverbot, vielleicht kommst du in Gefängnis. Und dann war ich geschockt. Aber wenn wir dann zur Sala kommen, eine verrückte Reise, kann ich dir wirklich sagen. Schon. Ich hatte vor, Pat, um mich wirklich nach einer Woche wegschicken zu lassen. Aber als ich, kurz bevor ich losfliegen sollte, habe ich das erzählt zu meiner Tochter und meine Bonustochter. Das ist die Tochter von meinem Freund. Wir sind zu 4 zusammen zu Hause, 2 Mädels.
beide Alter unterschiedlich. Ich habe das dann gesagt, ach Girls, weil die haben gefragt, wie lange gehst du dann weg? Naja, okay, 2 Wochen Quarantäne, dann gehe ich in diese Sala rein, aber ich lasse mich nach 5, 6 Tagen einfach wegschicken. Da gibt es so jeden Tag, jede 2 oder 3 Tage gibt es so eine Ausscheidung. Ja. Dann haben die gesagt, Mama, wenn du das machst, wenn du die Karte schiebst oder wie sagst du, die Nummer schiebst, dann bist du echt durch bei uns. Die gucken natürlich all diese Reality-TV. Das ist heutzutage für Teenager und 20 plus, die wachsen damit auf. Insofern haben die gesagt, mach das bloß nicht. Da habe ich gedacht, ist das nicht cool dann? Nein, das ist uncool. Da habe ich gedacht, naja, dann schauen wir mal, dann strenge ich mich an. Und dann sage ich dir, Pat, du bist da drin. Es dauert nicht 24 Stunden, lass uns sagen 48 Stunden. Du hast deine komplette Vision, deine Sichtweise echt verändert. Du lernst mit Sachen umgehen, wovon du vorher denkst, oh, das schaffe ich ja nie. Und du, Menschen, wir sind sehr elastisch, soll ich mal sagen, ja, im Kopf und auch was wir alles können. Ich habe nie gedacht, dass ich auskomme mit 12 Leuten in einem Schlafsaal. Ich bin ja wirklich, bei mir müssen die Gardinen schön zu sein. Alles und schön, keine Geräusche und. Und jetzt hatte ich eine Claudia Obert, der neben mir geschnarcht hat, ja. Also, ich sag dir, und so viele Situationen, wovon ich gedacht habe, dann habe ich eine Tunnelvision entwickelt. Ich habe jeden Tag mich gefokust, um den Tag rumzukriegen. Mhm, ja? Dass es schneller geht. Nicht unbedingt, dass es schneller geht, aber ich wollte nicht nach morgen, übermorgen. Es gab auch so Kandidaten, die gesagt haben, oh, wir sind, erste Woche ist rum. Dann habe ich gesagt, sag mir das besser nicht. Weißt du, ich habe nicht mehr an zu Hause gedacht. Ehrlich war, wie lieb ich meine Familie habe. Ich konnte auch, zum Beispiel, wo wir mal Songs gesungen haben, ich konnte keine Songtexte mehr bedenken, meine eigenen Songs, ja? Aber dennoch, aus diesen paar Tagen hast du dann die Kiste gewonnen. Ja. Das ist schon dann... Ja, es ist schon ein toller Abschluss und die Kinder und einige Leute zu Hause waren sehr, sehr stolz. Aber dann hört es auch auf. Fertig. Das war jetzt einfach mal ein Ding und jetzt geht's wieder zurück zur Definitiv. Musik. Ich meine, Luna Mini-Kosmos ist mein heiliger Welt. Wir wollen dich auf der Bühne sehen. Definitiv. Jetzt sag mal, wie geht's weiter im 2022? Du hast so viele Auftritte. Ja. Was können wir erwarten von dir? Ja, ihr könnt schon noch was erwarten. Ich werde was bei mir, das ist... Okay, jetzt habe ich gerade gesagt, ich mache keine Reality-TV. Aber ich werde was filmen bei mir zu Hause, was wohl also real privat. Ist. Privat und... Dann ein bisschen, weil ich habe lange bin ich nicht aufgetreten auf Mallorca. Ich fand die Szene nicht so cool. Meine Bausteine sind auf Mallorca gelegt worden damals, gell, was ich dir erzählt habe mit Life is Just a Game und danach bei Lando. Und dann jetzt die letzten Jahre habe ich gesehen, ach nein, das fand ich nicht so cool. Aber dieses Jahr natürlich. Kommt es dann wieder so ein Moment, dass man sagt, jetzt. Und das ist dieses Jahr und das will ich, das werden wir auch ein bisschen filmen, wie das dann auch bei mir zu Hause so dazu geht und ein bisschen privat. Ja. Und musiktechnisch, ja, ich sag ganz ehrlich, ich habe so ein tolles Erbgut. Und letztes Jahr hatte ich bei Lando, obwohl das nicht wegen auch der Pandemie, wir konnten das Video nicht so schnell drehen, aber Vamos a la Playa kommt dieses Jahr auch nochmal richtig raus. Und neue Songs. Ich sag schon seit 5 Jahren ein Best-of. Also das ist nicht mehr ein Best-of, es ist einfach mal live. Wir sind sehr gespannt natürlich aufs Nächste, das dann kommt. Und natürlich noch auf ganz viel Luna. Bitte, ja, lass es so bitte, sein. Ja, bitte, ja. Es hat mich extrem gefreut, dass du zu uns in die Sendung gekommen bist. Danke. Cheers. Ja. Ein gutes 2022, gute Zeit. Ja, gute Bis Zeit. Bald mal, egal ob Deutschland, Schweiz. Egal. Oder Sandford. Ja, Apartment. Ja, oder? Okay. Super. Machen wir. Super, mein Schatz. Danke vielmals. Danke auch. Alles Gute Danke. Auch an die Familie. Merci. Und eine gute Zeit. Danke Dankeschön. Vielmals, Luna. Dankeschön. Die wunderbare Luna bei uns in der Sendung ist das gewesen. Wir feiern noch ein bisschen weiter. Viel hat es ja nicht mehr. Oh. Aber es hat draußen noch. Bis zum nächsten Mal bei Schreibertag. Alles Gute. Und tschüss. Ich hab dir meine Hälfte gegeben. Danke, Luna. Bitte.